Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, wir haben wieder mal ein Interview da bei uns in Zofingen. Wir haben einen speziellen Gast bei uns, der natürlich auf dem Sender noch nicht so bekannt ist, weil er eben heute das erste Mal bei uns ist. Er ist schon als kleiner Knirps auf den Bühnen unterwegs gewesen. Seine Eltern, seine Grosseltern sind seine musikalisch Vorbelastung, wenn man dem so sagen darf. Er ist ein Multiinstrumentalist und hat natürlich Klavier, Schlagzeug und Gesang studiert. Er ist Dirigent. Und er ist mit vielen, vielen Grössen schon auf der Bühne gestanden. Roy Black, Tommy Steiner, Zillertaler, Schürzenjäger, Stefan Ross und noch viele, viele weitere mehr. Es ist der Michael Korn. Servus, Michael. Servus, Marcello. Schön, dass ich da sein darf. Ja, mich freut es, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Ich rede jetzt Hochdeutsch, damit die Leute zu Hause das verstehen. Besser ist das, weil da verstehe ich es auch besser. Und wenn es bei mir ein bisschen hapert, dann ist es deswegen, weil ich ja aus Bayern komme. Ja, aus Bayern. Also, ist ja eigentlich die Urschweiz. Ehrlich? Und das seit wann? Nein, aber es ist, ich sage immer, die Bayern und die Schweizer, die haben viel gemeinsam. Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen halt unsere geliebten Berge. Ich meine, da teilen wir uns das zu dritt irgendwo. Ne? Ja, die und Sturköpfe? Nach wie vor ganz gewaltige, gell? Uns zwei von dran. Ja, das ist einfach so. Ja, ich habe gesagt, du bist von weit hergekommen. Wie viele Stunden warst du unterwegs? Oh, jetzt sind wir gefahren 5 Stunden vom Chiemsee aus. Vom Chiemsee. Chiemsee, das ist ja schon berühmt, der Chiemsee. Ja, vor allen Dingen, wer bringt nicht mit Chiemgau sofort Herren-Chiemsee, das schöne Schloss, in Verbindung? Oder natürlich unsere Kampenwand oder die berühmten Orte Reit im Winkel musikalischer Art. Also ein wunderschöner Ort, wo man auch mal gerne eine Reise hin machen könnte. Ich möchte aber ganz, ganz weit vorne bei dir anfangen, weil du ja zum ersten Mal bei uns bist, dass die Zuschauer ein bisschen einen Eindruck bekommen, wer ist der Michael Korn wirklich. Ich habe gesagt, du bist musikalisch sehr stark vorbelastet. Ich habe da so ein bisschen nachgelesen. Deine ganze Familie hat es mit der Musik gehabt. Hat da auch jemand gearbeitet? Nein, das war natürlich, die meisten waren Hobbymusiker, kann man mal sagen. Also mein Großvater, mütterlicherseits eben der berühmte Zitherspieler vom Tegernsee, hat natürlich auch einen ordnungsgemäßen Beruf gelernt. Er war ein Schreiner gewesen und nebenbei hat er seine Zither gespielt. Und meine Mutter war eine Hausfrau, mein Vater, der Bassist, war eigentlich ein Schneider, der seine Schneiderswerkstatt bei uns im Keller gehabt hat, da wo auch dann mein Klavier gestanden hat. Genau, Es gab natürlich auch ein paar Onkels und Tanten, die haben dann auch schon Musik studiert gehabt, genauso wie ich dann später, die dann Musiklehrer waren. Ja, du bist ja auch Musiklehrer, ne? so viel genau, vorneweg. Ja, genau. Dein Elternhaus, wie muss man sich das vorstellen? Also wir sind beide nicht mehr 15, wir sind schon über 20 sogar. Etwas älter. Wie muss man sich das vorstellen, aufgewachsen in Bayern? War das so eine richtige Familie? War das ein Bauernhof oder wie war das? Es war ein sehr großer Hof mit zwei Häusern, die drauf gestanden haben. Einmal das Haus meines Großvaters und oben drüber im Haus des Großvaters hat noch der eine Onkel gewohnt. Mein Vater hat dann in den Garten quasi reingebaut. Seine Schneiderswerkstatt unten drin und zwischendrin war ein riesengroßer Hof eben, in dem wir mit meiner ganzen Sippschaft, will heißen, meinen ganzen Cousins und Cousinen groß geworden sind. Und nebendran war dann schon wieder die Waldgrenze, das heißt raus aus dem Haus und rein in den Wald. Aha, ja, wir kommen da noch dazu bei den Videos, da kommt der Wald ja auch vor. Das heißt, du bist also wirklich ländlich aufgewachsen, wie das früher war. So schön wie es ist, ist heute nicht mehr ganz so, oder? Es ist nicht mehr ganz so ländlich, wie man sich das urbayerisch so vorstellt, sondern mittlerweile sind die Orte schon etwas gewachsen. Also wenn mein Heimat da damals noch 500 Einwohner gehabt hat zu meiner Zeit, jetzt mittlerweile hat er halt 5000 und mehr. Ja, es ist überall dasselbe. Ich frage mich ja, wo das hinführt. Trotzdem, du bist ja dann relativ früh mit der Musik konfrontiert worden. Ich weiß, du hast sehr früh mit Klavierspielen angefangen. Wie mein Sohn mit 6 Jahren angefangen. Genau. Nur du bist der ganzen Geschichte treu geblieben. Ja, gezwungenermaßen. Weil, also angefangen hat es eigentlich als 5-jähriger Bub, wo ich das erste Mal auf der Bühne gestanden und hab jodelt. Und da gibt es auch eine nette kleine Geschichte dazu, weil nämlich mein allererster Auftritt, müsst ihr euch vorstellen, der Bub, der Michel, in der kleinen Lederhosen, der grünen Weste, dem grünen Tirolerhut, so ein Steppke. So, aufgetreten bin ich mit Ernie Singerl und am Georg Blädel
vom Komödienstadl. So, das waren die Gäste, die waren für ein Riesenfest gebucht. So, dann hat es geheißen, jetzt kommt der kleine Michel auf die Bühne und jodelt. Der Moderator hat mich an der Hand gehalten. Ich bin so mit dem Moderator mit, war auf der Bühne gestanden, habe in die Menschenmenge reingeschaut. 1500 Menschen in einem Riesenfestzelt. Was hat der kleine Michel gemacht? Und rausgelaufen ist er. Das war mein erster Auftritt. Ist nicht wahr. Wann ich das sage. Mittlerweile bleibe ich öfters auf der Bühne. Na eben, ich denke, ja, mittlerweile kriegst du auch Gagen dafür, gell? Da muss man dann dranbleiben. Noch. Eben, ganz genau. Das heißt, also früh mit der Musik konfrontiert worden und dann kommt ja, also du machst ja Volksmusik, das darf man so sagen. Darf man richtig sagen, ja, genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wo ich noch jung war, da war die Volksmusik bei den Jungen, bei den Teenagern nicht so unbedingt das wirklich Große, sondern da war halt schon die Purple oder sowas dann. Richtig. Wie war das bei dir? Genau so. Also wie gesagt, mit 6 Jahren, deswegen habe ich ja eben noch gesagt, gezwungenermaßen ans Klavier, weil mein eigentlicher Wunschtraum war doch das Schlagzeug. Ja. Und mein Vater hat gesagt zu mir, du Bub, lernst erst was Gescheites. Und Blasinstrument wollte ich keins, also Klavier. Gut, okay. Klavier gelernt. Und dann, wie gesagt, aber Volksmusik war ganz groß geschrieben bei uns. Das heißt, wenn ich in der Schule was erzählt habe vom Franz Lang und dem Königsjodler oder weiß der Teufel irgendwas, und da haben die mich ein bisschen blöd angeschaut und haben mich gefragt, ja, kennst du dann eben Uriah Heep und die ganzen anderen Größen? Klar, habe ich schon mal davon gehört, aber hören du das andere, ne? Weil das mache ich halt auch. Also, wie du schon sagst, das fällt ein bisschen, du fällst ein bisschen aus dem Rahmen dann mit der Volksmusik. Ja, aber schlussendlich haben wir ja recht behalten, weil bis ins hohe Alter machen wir immer noch die Volksmusik. Bis Deckel zu. Ganz genau. Ja, und dann sind ja dann die ersten wirklichen Auftritte bekommen. Ich denke so in der Jugendzeit, also Teenagerzeit, also mit 16, 17 fängt es ja dann an mit den Gruppen, wo man macht. War das bei dir ähnlich? Genau so gelagert. Also dann hat es mich dann wirklich auch einmal zeitweise weggezogen von der volkstümlichen Musik und von der Volksmusik. Und ich habe die Horn bis da gehabt und am Schlagzeug dann, das ich mir dann mit 9 Jahren doch gekauft habe, nach dem Kommuniongeld oder mit dem Kommuniongeld. Und dann war natürlich die Zeit der Rockbands. Ja, das musste dann schon sein. Ne? Und als Schlagzeuger sowieso, weil du hast die Zeit und kannst ein bisschen mit den Madeln rumsympathisieren. Ja, mit der Rockmusik. Ja, ich möchte den Zuschauern jetzt mal ein bisschen etwas von dir präsentieren. Mhm. Ich habe da einen Videoclip von dir im Wald, da ist meine Heimat oder ist meine Heimat. Ja, ist eigentlich so, wie man sich das in Bayern vorstellt. Und das, liebe Zuschauer, das schauen wir jetzt mal ganz genüsslich miteinander an. Steht, wo's Hasel rennt und das Rehlein springt, da is heut gar so schön. Ihr Leid, wenn's glaubt, der spinnt total, erzählt an Kitschroman. Dann geht's mal raus, nehmt's euch die Zeit und schaut's euch selber an. Im Wald, da ist meine Heimat, da fühl ich mich zu Haus. Wo's Leben noch Natur ist, da zieht's mich allwein aus. Und wenn's da mal einen Freund brauchst, weil's gar nicht weitergeht, hörst auf sein leises Rauschen, solang der Wald noch steht. Gehen. Ein Rockkonzert,
der Südseestrand, das ist schon nach meinem Sinn. Doch gibt's einen Ort und das ist gewiss, da zieht's mich immer hin. Im Wald, da ist meine Heimat, da fühl ich mich zu Haus. Wo's Leben noch Natur ist, da zieht's mich allweil aus. Und wenn's da mal einen Freund brauchst, weil's gar nicht weitergeht, hörst auf sein leises Rauschen, solang der Wald noch steht. Der Michael Korn im Wald mit einem Hund. Hast du wirklich einen Hund? Der Rico, den wir da gesehen haben, das ist unser eigener Hund gewesen. Leider Gottes gewesen, weil vor 2 Jahren, so lange ist es schon her, wo wir das gedreht haben, dann ist er gleich da drauf gestorben. Dann. Oh je. Ja, aber sehr alt. War sehr alt. Kein neuen Hund mehr? Im Moment haben wir nicht so ganz die Zeit dazu. Also und wenn du einen neuen Hund holst, und ich weiß, von was ich spreche, ich bräuchte sogar einen, weil ich bin draußen auf der Jagd auch, wenn ich mich auch jetzt oute als Jäger, jo. Aber ich bräuchte du musst wissen, bei mir sind die Jäger sehr hoch angesehen. Und zwar eine kleine Geschichte, ich war auf der Jagd, wir haben das mal gefilmt, wie das so von sich geht. Und wir haben dann alles gemacht, damit die Jäger nichts treffen. Weil wenn du dich ja bewegst, da kommt ja nichts. Da haben wir schon geguckt, dass das so... Na, war gemein. Aber, wie bei Sisi. Ja, aber ich muss dir sagen, die haben uns dann erklärt, wie das ist. Und mittlerweile muss ich sagen, finde ich eigentlich die Jagd etwas ganz Tolles, weil erstens, man schaut dafür, dass nicht zu viel Wild ist. Das muss ja sein, das muss irgendwo reguliert sein. Aber das Zweite ist, ein Schwein oder eine Kuh oder ein Rind, das wächst in einem Stall auf, das sieht fast nichts von der Natur. Dann wird es in die Metzgerei gezerrt oder geschleppt mit dem Lastwagen. Also das weiß ja schon, wo es hingeht. Dann hört das Gequietsche von denen, die getötet werden. Und ein Reh, das läuft durch den Wald. Irgendwann macht es Peng und dann ist es sofort tot. weil es ist ja nicht mal tot von der Kugel oder vom Schrot, sondern vom Schreck. Also einen schöneren Tod gibt es ja nicht. Ja, wobei man wieder sagen muss, man ist ja als Jäger, wenn man draußen sitzt. Und ich meine, gerade in meinem Job als Musiker bist du manchmal wirklich wahnsinnig froh, draußen sein zu können, einfach in der Natur, die Natur zu genießen. Du musst nicht unbedingt schießen. Und wenn meine Frau mit dabei ist auf dem Hochsitz oder meine Tochter, dann darf ich sowieso nicht schießen. Dann muss ich wieder warten bis nächste Mal. Dann darf ich immer noch Ciao sagen. Naja, es geht ja um die Natur. Und so, ich glaube, also ich habe auch gehört, dass, also bei uns in der Schweiz ist es so, wenn eine Jagdgesellschaft ein Revier hat und die schießen nicht die nötigen Anzahl Tiere, die vorgegeben werden vom Kanton, dann verlieren die Pacht. Genau. Ja. So schlimm ist es jetzt bei uns in Bayern noch nicht. Ja. Bei uns ist es eher so, dass wir zurzeit sogar eine Wildschweinplage oben haben im Spessart und sogar noch Prämien kriegen, wenn wir Wildschweine schießen. Ah, so ist das. Ja. Frage, Hasen. Ja. Wie sind die bei euch gehalten? Werden die geschossen oder nicht?
Hasen, meinst du jetzt zweibeinige, oder? Nee, vierbeinige natürlich. Ja, die vierbeinigen, die sind leider Gottes mittlerweile, die Feldhasen und die Kaninchen sind ein bisschen selten geworden. Also im Moment schon, damit eine gescheite Population sogar wieder zusammenkommt erst einmal. Das ist erstaunlich, weil bei uns ist genau dasselbe Problem. Mhm. Und ihr wohnt ja wirklich 5 Stunden weg. Das heißt, die Hasen, die leben nicht nur in der Schweiz, die leben auch in Bayern. Die kommen uns besuchen meistens dann. Ich hab noch keinen gefragt, ob er aus der Schweiz kam. Nee, das nicht. Aber es ist interessant, dass das Problem auch bei euch ist, wie bei uns. Also das ist nicht ein regionales Problem, dass man zu wenig Hasen hat, sondern ich denke halt, die Landwirtschaft ist in ganz Europa ganz genau gleich und macht die Lebensräume halt kaputt. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zu der Musik. Das ist ja eigentlich das Hauptthema. Ja, ich habe gesagt, Beruf Musiker, du bist Musiklehrer, du hast aber Musik studiert. Ja, richtig. Ich habe angefangen, Musik zu studieren mit Hauptfach Schlagzeug, Nebenfach Klavier und Gesang und später noch einmal ein Zusatzstudium gemacht, Dirigat für großes Orchester. Ja, das habe ich gesehen, da kommen wir noch drauf. Mhm. Wieso hast du das Hauptfach Schlagzeug genommen und nicht Klavier? Mit Klavier hast du ja früher angefangen. Ja, aber ich hätte ja auch damals, hatte ja vorhin schon mal gesagt gehabt, also mein Favorite war schon immer Schlagzeug eigentlich gewesen. Und das Klavier, das war so, mehr oder weniger, ja, das muss sein und das machst du auch. Und mittlerweile, ich habe auch genauso gern meine Klavierschüler auch. Aber nach wie vor, das Schlagzeug war halt das Instrument, wo mein Herzblut dran gehangen hat. Also ein richtiger Hau drauf. Zum Dirigat kommen wir noch. Du hast ja dann sicher auch Musikerjahre erlebt. Ich weiß, wie es bei uns war. Wenn man jung ist, da will man die Welt ein bisschen sehen, da will man Musik machen. Warst du auch unterwegs? Ja, natürlich. Nach der Rockband-Geschichte bin ich dann ziemlich schnell zur Tanzmusik gewechselt. Ja, das gibt Geld, gell? Genau. Rockband, da hast du halt immer nur reingesteckt und so schön wie das war und mit den Jungs die harte Sache zu spielen. Aber du willst ja nicht nur investieren, du willst auch mal was ernten und das kannst du halt einmal mit der Tanzmusik am besten. Und mit der Tanzkapelle, die ich dann als Schlagzeuger vervollständigt habe, bin ich sogar in die Schweiz gefahren. St. Moritz, Arosa, Davos, da haben wir gespielt. Monatsengagement ja, und so weiter. Ich weiß. In den großen Hotels, in den Bars oder so. Ja, da muss man den Zuschauern natürlich sagen, das war normal, weil die haben billiger gespielt wie wir Schweizer. Nee. Aber es war immer schon so, dass österreichische, deutsche Bands, die waren sehr beliebt in der Schweiz. Mhm. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die einen Schritt voraus waren. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, sie sind technisch ein bisschen weiter wie wir gewesen. Sie haben wahrscheinlich mehr geübt wie wir Schweizer. Das ist natürlich möglich, aber ich glaube, ich habe so viele nette Kollegen damals schon kennengelernt, Schweizer Kollegen auch oder Österreicher Kollegen. Ja. Also da muss ich ehrlich sagen, Musik war oder ist nach wie vor für mich dermaßen international, dass ich da nie einen Unterschied gemerkt habe und auch keinen Unterschied mache irgendwo. Ja, Musikerjahre, das ist ja schön. Da gibt es ja sicher auch so den ein oder anderen Auftritt, den man nicht mehr vergessen möchte oder vielleicht doch lieber vergessen möchte, aber nicht kann. Gibt es das bei dir auch? Ja, logisch. Gerade die Band, mit der ich damals mit der Tanzkapellenformation in der Schweiz aufgetreten bin, hat unser Bandleader gesagt, jetzt machen wir mal was Besonderes. Und da muss ich dazu sagen, also unsere Sängerin stammte aus dem berühmten Schweizer Zirkus Knie. Oh. So, also eine Knietochter. Und dementsprechend hat der Alfred Granzer, so hieß unser Bandleiter, die Genehmigung gehabt, wilde Tiere zu Hause halten zu dürfen. Und er hat einen Schimpansen damals trainiert als Musiker. So, jetzt passt auf. Jetzt müsst ihr euch eine Band vorstellen. Wir hießen dann der Jungle Family. Der Michel am Schlagzeug. Mein Schlagzeug alles war mit Leopardenfell umspannt. So, unser Gitarrist, Freddy Junior, hatte eine Gitarre, die ausgekleidet war wie ein Krokodil.
Okay. Der Alfred Kranzer selber war hinter den Keyboards gestanden. Ja. Und da war ein Elefant vorne dran, mit der er mit den Ohren gewackelt hat. Und die Sängerin, die Tina, die hat eine Schlange als Mikrofon gehabt. Und unser allererster großer Auftritt war Fernsehen. Jürgen von der Lippe, der WWF Club in Köln. So, und da sind wir aufgetreten mit Kim Weil zusammen. Sie hat mit mir zusammen den ersten Fernsehauftritt gehabt. Heute ist ein Stück weiter wie ich, aber es macht nichts. Naja, gut, die hat es auch einfacher gehabt wie wir Männer. Ja, aber es war ein Erlebnis, das du dein Leben nie vergisst. Also, ich war gerade mal 18 Jahre alt und da, du bist das erste Mal im Fernsehen gewesen. Also, das war der Wahnsinn. Ja, wenn wir gerade dabei sind, da warst du 18, das war ein Erlebnis. Wenn wir jetzt das Ganze auf die heutige Zeit ummünzen, wie geht's dir so? Ich meine, du hast jetzt auch etliche Jahre Musikerfahrung hinter dir. Es ändert sich ja alles und zwar dramatisch schnell auch. Welche Zeit ist besser? Ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Zeit, Marcello, damals war irgendwo die schönere. Die schönere für Musik zu machen. Musik. Ja. Wisst ihr den Unterschied? Allein ja, Musik. Damals durften die Lautsprecher, die durften noch rauschen. Die LPs durften noch rauschen. Die durften noch knistern. Genau. Und dir hat es Spaß gemacht. Und wenn du kein Schlagzeug gehabt hast, dann hast du dir ein paar Omo-Trommeln genommen. Dann hast du auf den Schenkel geklopft. Du hast Musik gemacht und keine Technik programmiert. Ja, heute ist das leider ein bisschen anders. Ich denke auch, wir haben heute sehr, sehr viele Musiker, die eben nicht Musik studiert haben, die auch nicht Erfahrung gesammelt haben über Jahre in Bands, sondern die Technik kaufen, sich dann hinstellen und leider ist es halt dann nicht so unterhaltsam, wie es eben sein könnte. Darum haben auch wenig Bands eigentlich, die wirklich noch Erfolg haben. Das sind immer dieselben, die Urgesteine, weil die halt das von der Pike auf gelernt haben. Ja, und vor allen Dingen, du merkst dann sofort den Unterschied, wenn es live rausgeht auf die Bühne. Ja. Weil da trennt sich dann sehr schnell die Spreu vom Weizen. Weil die vielen Studioprojekte, wenn du so willst, was machen die auf der Bühne? Die können mit den CDs hin und her spielen oder weiß der Teufel irgendwas. Aber eine richtig gescheite Musik machen. Auch eine ehrliche Rockmusik, wie wir damals gemacht haben, war eine Musik, die einen riesen Spaß gemacht hat. Wobei ich sagen muss, also ein guter Musiker ist für mich erst dann ein richtiger Musiker, wenn er jede Art von Musik richtig anspielen kann, beurteilen kann und drüber reden kann. Wenn ein Musiker oder ein Pseudomusiker sagt, dies mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, ist er schon kein Musiker. Also, hat er schon verloren. Weil Musik ist eigentlich eben von Beethoven bis zu Uriah Heep ist da alles dabei. Es ist ja alles Musik. Eine Empfindungssache. Und ich glaube, Empfindungssache, ganz genau. Natürlich passt es nicht allen zu hören im Radio. Mein Vater hat auch immer gesagt, diese Yeah-Yeah-Musik da, organisierter Lärm hat er mir noch an den Kopf geworfen. Naja, es war halt einfach so. Ich möchte sagen, wir schauen uns noch mal ein Video von dir an. Gerne. Ich bleib daheim, heißt das Lied. Und ja, da bleiben wir daheim und schauen das mal. Viel Spaß. So schön, so ist Cowboy mit Pferd durch die Prärie. Oder mit dem Schiff über die Meere zu fahren, unter jedem zusammen, c'est la vie. Und wenn's mich dann packt, weil's zum Ausrasten ist, sieh's Spatzel und denk so bei mir. Sein Geld, merkt er bald, wo es ihm draußen Neues fehlt. Ich bleib daheim, weil's da am schönsten ist und da tausch ich mit nix auf der Welt. Bin ich doch einmal weg, zwei, drei Wochen im Jahr, mach ich Urlaub, blick faul auf der Haut.
Doch ich denk ans Haus, was die Mutter wohl macht und ob's Vogels Nesterl schon baut. Wenn ein Fremder mich fragt, wo fahr's nächstes Jahr hin, da sag ich ihm und das ist schon gewiss. Ich bleib daheim, weil's da am schönsten ist, wo man Leid sind und ich fühl mich wohl. Nur daheim hast du einen Platz, der nur dir gehört und ein Leben lang dir bleiben soll. Wenn ein anderer noch glaubt, er müsste aus mit seinem Geld, merkt er bald, wo es ihm draußen alles fehlt. Ich bleib daheim, weil's da am schönsten ist und dann tausch ich mit nix auf der Welt. Ich bleib daheim, weil's da am schönsten ist, wo man Leid sein und ich fühl mich wohl. Nur daheim hast einen Platz, der nur dir gehört und ein Leben lang dir bleiben soll. Der müsst aus mit seinem Geld, merkt er bald, wo seinem draußen alles fehlt. Ich bleib daheim, weil's da am schönsten ist und da tausch ich mit nix auf der Welt. Ja, mei, war das schön. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Also, du bist also nicht ein Musiker, der einfach so aus dem Stegreif das gelernt hat. Du bist auch Dirigent seit 1992 eigentlich. Verschiedene Orchester, verschiedene Kapellen. Seit 2014 jetzt die Stadtkapelle Freudenberg. Mhm. Also Freudenberg tönt ja schon gut. Macht diese Musik auch wirklich Freude? Natürlich, weil es ist ein Orchester in Blasmusikbesetzung. Ja, ich komme ja quasi auch, wenn du willst, von der volkstümlichen Blasmusik und habe das aber ein bisschen ausgeweitet mit dem Orchester, weil reine Blasmusik war mir ein bisschen zu wenig. Oh. Weil da, nein. Man muss ein bisschen flexibel sein. Also schon zeige ich zum Beispiel mit meiner Stadtkapelle auch, dass wir swingen können. Wir haben im Frühjahr jetzt das Konzert unter dem Motto gehabt, Let it swing, mit eben In the Mood und so weiter und so fort. Und da habe ich besonderen Wert drauf gelegt, weil eine bayerische Blaskapelle oder eine deutsche Blaskapelle, die schafft es eigentlich, schafft den Swing nicht. Und ich habe es aber... Ja, doch. Also, da haben wir mal James Last gehabt, also. Ja, das ist aber keine bayerische Blaskapelle. Gut, das stimmt, aber hat gute Musik gemacht. Aber weil du es gerade sagst, genau so die Richtung, das reinzukriegen, das war mein A und O. Ja. Dieses akkurate Spiel und dieses Feine, die Nuancen, die dieses ausmachen. Ich kann mich immer noch an Ernst Mosch erinnern. Mhm. Sagt ihr was? Der war ein sehr guter Swinger. Jep, einer der Besten. Ah, und der hat tolle Musik gemacht, das war... Gibt es heute fast nicht mehr solche Orchester? Ja, leider Gottes. Also die Zeit der großen Orchester ist eigentlich vorbei. Und deswegen wollte ich ja sagen, wenn das ein Orchester oder eine Stadtkapelle oder ein Musikverein angeht, dann sollten die wirklich ihr Herzblut da reinlegen, auch in verschiedene Richtungen mal vorzustoßen und das mal ausprobieren. Weil das macht einen riesen Spaß. So ein Probewochen, in dem du wirklich dastehst und nochmal diesen Swing da reinbringst. Also ich habe eigentlich gesagt, macht das immer noch Freude in Freudenberg, weil ich weiß natürlich, dass diese ganzen Musikgesellschaften, die haben ja, denke ich jetzt mal, auch ein Problem, was den Nachwuchs anbelangt. Da stoße ich jetzt gleich mal vor, bei uns in Freudenberg. Wir haben also etwa 3000 Einwohner, Stadt Freudenberg. Ja. Bei mir an der Musikschule habe ich 350 Schüler. Das heißt, wir sind also, Freudenberg liegt ja in Baden, meine Musikschule. Das heißt, wir sind die musikalischste Stadt Baden-Württembergs. Ja, mit so vielen Schülern schon. Aber wie schaut es denn in der Musikkapelle aus, also in der Musikgesellschaft? Diese und andere Kapellen
lassen bei mir an der Schule ausbilden. Ah. Will heißen, durch die Schule, da wandert eins ins andere. Unsere kleinsten Schüler in der Schule fangen mit 18 Monaten an. Mein ältester Schüler ist 85. Also da kannst du dir vorstellen, 10% aller Einwohner sind bei mir an der Schule. Ja. Und da bleibt auch auf jeden Fall auch was hängen für die Stadtkapelle. Ja, jetzt bist du ja eben Musiklehrer. Mit Leib und Seele. Ja, jetzt, mein Sohn, der macht auch Musik. Mhm. Und ich weiß nur, wie es ist, wenn der nicht lernen will. Da habe ich mich manchmal genervt. Ich denke, du hast ja nicht nur Schüler, die wirklich begeistert sind und gleich nach der Stunde nach Hause rennen und sagen, ach, bis in einer Woche, da muss ich alles können. Ich setze mich jetzt mal schnell dahin und übe mal 20 Stunden die Woche. Du wirst sicher auch andere haben, so eben wie mein Sohn war früher. Heute lernt er, aber früher, da hat er dann schon nur, wenn er gemusst hat. Noten waren für ihn ein Gräuel. Er hat lieber frei gespielt. Wie geht man als Musiklehrer um? Du hast ja nicht nur die intensiv lernen wollen, du hast auch die anderen, die musst du ja auch weiterbringen. Wie geht das? Du kannst die ja nicht bestechen, geht nicht, oder? Es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Es ist dasselbe Prinzip wie als Dirigent bei der Stadtkapelle. Wenn ich auf die Probe zu meiner Kapelle komme und strahl und denen erzähle, was wir heute machen und erzähle denen mit großen Augen, wie wir da dran gehen, dann haben die einen Riesenspaß zum Proben. So, bei meinen Schülern, und so machen es auch meine Lehrerkollegen, und wir haben mittlerweile 15 bei uns an der Schule, und ich habe lange gesucht, so eine Mannschaft zusammenzukriegen, ja. Aber wir sind alle so eingestellt. Und zwar, für uns steht im Vordergrund nicht der Lehrplan. Die Lehrpläne haben wir ad acta gelegt, dass der Schüler im ersten Halbjahr das lernen muss, im zweiten Jahr das, da muss er das können, da muss er das. Nein, der Schüler bestimmt das Tempo. Wenn er natürlich nichts daheim macht, dann kann es passieren, dass der 4 Wochen, 6 Wochen an einem Stück rumübt. Aber dann macht es ihm auch keinen Spaß. So, wenn du den aber so weit kriegst, und mittlerweile hast du ja die Möglichkeit, in den Unterricht einzubauen, zum Beispiel YouTube. Du kannst dem zeigen, pass mal auf, so macht es der Kollege. So, du kannst zu dem Lied Gitarre dazu spielen. Du kannst zu dem Lied Schlagzeug dazu spielen. Es ist ja kein Instrumentalschüler mehr dazu verpflichtet, im stillen Kämmerlein nur für sich alleine zu proben, sondern der kann ja mit einem ganzen Orchester proben, wenn er will. Da braucht er nur den Kopfhörer auf und ab geht's. Also. Das ist eine Idee. Ja, das hat's halt früher noch nicht gegeben. Ich möchte, bevor wir da auf Weiteres noch zu sprechen kommen, wie die Show, die du machst und so weiter, ich möchte trotzdem jetzt noch mal ein Video anschauen. Nenn mich nicht romantisch. Ich habe das Gefühl, du bist schon ein arg romantischer Musiker, weil du bist wirklich mit Herzblut Musiker, und das Video, das schauen wir uns jetzt an. Sehen.
Ja, ja, nenn mich bloß nicht romantisch. Ah, es war ein romantisches Lied, ja. Ich möchte noch schnell bleiben bei diesen ganzen Musikgeschichte, Musiklehrer. Da war gerade eine Geschichte, hast du gesagt. Du tust also nicht nur den Kindern oder den Schülern etwas beibringen, du schaust auch, dass die weiterkommen irgendwie, oder wie war das? Ja, genau. Wir haben jetzt das große Glück gehabt, dass eine meiner Sängerinnen im Fach Popgesang zuerst den Regionalwettbewerb gewonnen hat von Jugend musiziert, danach den Landeswettbewerb und jetzt kommt's, am letzten Freitag war die Melissa Hasenfuß, 14 Jahre alt, in Halle an der Saale beim Bundeswettbewerb und sie hat ihn gewonnen mit Riesenschritten und ich bin so stolz drauf. Ja, ist nicht DSDS oder sowas, sondern ist dann halt eben landesweit, das heißt, da steht auch eine ganze Nation dahinter. Der Deutsche Musikrat und die GEMA. Eben, ich wollte sagen, das ist eine sehr seriöse Geschichte, auf jeden Fall. Da kann man eigentlich nur gratulieren. Natürlich der Schülerin, aber natürlich auch dem Lehrer. Ich gebe es weiter, auf jeden Fall. Ja, du schreibst auch selber Musiktitel, du bist da sehr aktiv. Für wen schreibst du im Moment gerade? Ja, zum Beispiel die ganzen Titel, die wir jetzt von mir schon gehört haben, die sind ja alle aus eigener Feder entstanden. Das heißt, ich schreibe alle meine Texte selber und komponiert es auch dann und produziert es auch bei mir im eigenen Studio dann. Also alles self-made. Das auf jeden Fall. Das heißt, für mich ist Musik wirklich mein Leben, so wie ich es bei mir auf der Fahne stehen habe. Und Musik geht bei mir halt rund um die Uhr. Meine Frau verzweifelt schon, weil überall in unserem Haus, in unseren Häusern, egal ob Spessart oder in Vorauf, in im Chiemgau, in jedem Raum liegen Zettel, weil wenn dem Korn was einfällt, muss das sofort notiert werden und dann geht's gleich dran. Sonst ist es weg. So, genau. Ja, ja, dann habe ich aber noch gesehen, also du machst noch weitere Sachen, du hast ja auch Auftritte, du trittst auch sehr, sehr häufig auf. Ich habe da irgendwas gelesen, du jodelst mal einerseits und ja, wie ist das genau mit den Touristen oder wie geht das? Das war eben die Geschichte der Flusskreuzfahrten und zwar in unserer schönen Stadt Freudenberg, die am Main liegt. Da hat unser Bürgermeister beschlossen, da lassen wir auch die großen Flusskreuzfahrtschiffe anlegen. Und ja, für die Gäste hat er gesagt, Mensch, du als Urbayer, du könntest doch eigentlich da so ein Oktoberfest in irgendeiner Form organisieren, ein bisschen was auf der Bühne zeigen, weil das ist Bayern ist quasi Abschluss in Freudenberg, Baden. Und zum Abschluss nochmal so was richtiges Bayerisches denen bieten und du kannst doch denen mit denen irgendwas jodeln und du kannst mit denen irgendwas platteln. Und da habe ich mir heute Show einfallen lassen, indem ich eben den Australiern, Kanadiern, Engländern, Amerikanern, Schweizern, dann von der Bühne aus mit einem kleinen Jodelkurs so erkläre, wie der Schlag geht und so weiter und so fort, denen so ein kleines bisschen das Jodeln beibringe. Und dann hole ich mir zwei Aspiranten hoch und denen bringe ich so showmäßig natürlich ein bisschen das Schuhplatteln bei. Ja, okay, da wäre ich wahrscheinlich nicht gelenkig genug, aber es gibt ja noch Jüngere wie mich. Ja, also auch da sehr, sehr aktiv. Kann man sich natürlich als Musiklehrer, die haben ja eher Hufe frei, die könnt das natürlich machen. Nein, war Spaß. Ja, du hast auch noch Projekte in der Zukunft, habe ich gesehen. Zum Beispiel 14. August ist mir so ins Auge gefasst im Tirol. Das wäre für uns Schweizer sogar erreichbar, nicht so weit weg. Stadelfest. Da ist das Tiroler Stadelfest und da bin ich mit Melissa dort beim Stadelfest und da treten wir sogar einen musikalischen Wettstreit an. Aha. Und ja, wir kommen nach Tirol und singen ein Österreicher Lied. Ja, das als Bayer. Als Bayer. Na, das wird ja mei. Die freuen sich schon drauf, weil wir präsentieren das Bergwerk vom Fentrich. Zu zweit, Melissa und ich. Jo. Okay, da war ich mal gespannt. Also das wäre was, Axam heißt die Ortschaft im Tirol. Dann bist du in Sixdorf in Chiemgau. Hä? Das ist meine Chiemgauer Heimat. Und da droben bei uns im Ort gibt es ein Riesensommerfest im Ferienpark. Und da treten auch eben Melissa und ich dann auf, weil das hat sich dann so ergeben, wenn die mit mir zwei Tage vorher in Tirol ist, dann nehmen wir es auch mit nach Vorauf und da treten wir dann auch zusammen auf bei einem schönen Sommerfest. Ja, in der Schweiz bist du leider noch nicht. Da müsste man mal schauen, dass man da Abhilfe schaffen kann. Man kann dich engagieren, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin da ja für alles offen und wenn die Schweizer noch das Jodeln beigebracht kriegen möchten,
Aber ich glaube, da gibt es Ösch, die Dritten und so weiter. Die können das. Ja, ja, aber das normale Volk, das liebt das, wenn gejodelt wird, auf jeden Fall. Du hast viele Auftritte in Planung, viele Musiktitel in Planung. Du hast eine CD, eine aktuelle. Da kommen wir gleich zurück. Wir schauen zuerst noch mal ein tolles Video an. Ich habe das Bergfeuer gesehen. Schauen wir uns das Bergfeuer mal an. Mhm. Nur noch raus und außerdem allein sein will, kein Menschen dazu brauch. Ich pack meinen Rucksack und zieh los, soweit ich laufen kann, und komm dann meist an Berg hinauf, am Gipfel oben an. Da sitz ich dann, schnauf richtig durch, schau in die Wolken rein. Ein Vogel fliegt an mir vorbei, ich schau ihm hinterher. Die Berge fangen das Leuchten an, erst schmachtern immer mehr. Ich hab's Bergfeuer gesehen, die strahlt heller als die Sonne, weit hinter allen Gipfeln. Ja, ja, ich habe das Bergfeuer gesehen, welches in den ganzen Wald abbrennt. Ich muss leider schon zum Schluss kommen. Wir sind leider am Ende der Sendung. Ich möchte mich einfach bedanken, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand so weit fährt, um bei uns reinzuschauen. Was müssen wir noch besprechen über diese CD? Das ist ja das aktuelle Album. Ich würde sagen, wir verlosen die an unsere Zuschauer. Also dieses Ding, das verschenken wir. Und mit einem Gruß von mir drauf. Ja, so machen wir. Und die müssen natürlich eine schwere Frage beantworten. Zum Beispiel, er ist ja hobbymäßig noch Jäger. Welche Hasen darf er nicht schießen? Ich habe nichts gesagt. Also die richtige Antwort wäre dann die Vierbeinigen, oder?
Ich darf schießen. Okay, also Hase müsste draufstehen, oder? Mhm. Und dann wäre das richtig. Schreiben an die eingeblendete Adresse. Und dann verlosen wir die in den nächsten Wochen. Und bestellen kann man die CDs wo? Am besten, also gibt es natürlich überall bei uns in Deutschland im Handel, wenn man aus der Schweiz ist oder Österreich, einfach nachschauen. Auf meiner Website sind die ganzen Links, wo es die Downloads gibt oder wo man sie auch direkt bestellen kann. www.michaelkorn.net. Okay, das ist aber sehr nett. Dann würden wir sagen, ich verabschiede dich. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei dir und hoffe, wir sehen uns wieder. Das auf jeden Fall. Und ich muss dir ehrlich sagen, es hat einen Riesenspaß gemacht. Dann ist ja schon mal was gewonnen. Und euch, liebe Zuschauer, wünsche ich auch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Marcello Alexander. Servus.